herzlich willkommen zur weiteren Folge von Destiny Excel Projekt. Ja, wir sind nicht alleine drauf, denn Freaky HD ist drauf. Das wissen wir ja von der letzten Folge. Ging ja direkt hier im Anschluss weiter. Wir standen ja hier und da habe ich ja die Trichter gemacht. Das ist der Grund, wenn das jetzt sich hier reinfüllt in die Dinger hier. Ich wollte gerade sagen, ist nichts. Dann, und das mit Redstone aktiviere, dann füllt sie das aus, beziehungsweise ziehen die Trichter automatisch die Sachen aus den Behältern raus. Da haben wir schon wieder ein paar Steine und die werde ich direkt auch wieder benutzen. Ich brauche erstmal... machen wir erstmal zwei davon. Brauche nämlich einen, der noch andersrum ist. Der Grund liegt darin... Oh, Mumie. Nicht an der Mumie. Der Grund ist dafür da, dass ich hier hinten schmelzen kann in der Not. So, wir wollten eigentlich in Richtung dieser komischen Festung da hinten gehen. Das mache ich jetzt gleich auch sofort. Muss auch noch ein bisschen Essen mitnehmen. Den Rest verstaue ich mal gerade hier. Da 32 Steaks, Silies. Nein, Starpiece können wir hier lassen. Wir nehmen mal einen. Warte mal, ist der Big Pack voll? Oh, da ist auch noch was drin. Was ist denn... Achso, hier ist meine Rüstungsteile drin. Achso, hier könnte man eine Gun draus machen. Genau, da war ja auch noch was. Riftblade, etc. Dann kommt das hier erst wieder rein. Und hier unten, was ist hier drin? Ach, hier ist auch noch so viel. Smog. Nehmen wir noch eine kleine mit. Den lassen wir hier. Die Axt nehmen wir vorsichtig mal mit. Den Coin, den können wir hier oben reintun. So, ich würde aber so sagen, dann haben wir eigentlich alles. Und was brauchen wir zur Not noch? Vielleicht eine Hose. Da leftet er schon wieder. Was haben wir denn? Oh, warte mal, haben wir noch draußen irgendwelche Hosen, die wir nicht brauchen? Schuhe. Ne, da würde ich aber auch die Hose. Die reparieren am besten. Die würde ich lieb gern reparieren. Hier einmal reparieren, danke. Kostet ja nichts. Das ist ja umsonst, das Zeug. Ja, komm, den nehmen wir mit und dann gehen wir in Richtung Festung da hinten. Die da hinten ist. Oh. Wisst ihr, wenn ich kaputt klatsche? Den Enderman. Ich habe ja Looting drauf, dann ist das nicht so tragisch. Ach, haben wir keine Angst, Enderman. Dankeschön. Looting zwei Dinger, fett. So muss das laufen. Da hinten ist mir das Dorf. Das hatte ich doch letztens auch schon gesagt, dass wir das machen. Upp. Boah, wie viele Rhinos da sind. Die kommen gar nicht alle raus. Ach ja, da war die Pyramide. Ja, gehen wir mal dahin. Oh, hallo Creeper. Komm, Gunpowder kann ich immer gebrauchen. Bin ich ja immer scharf drauf. So, wie kommen wir denn am schlausten? Ja, wir kommen eigentlich ganz gut dahin. Ich wollte gerade sagen, Hexeke Blume, aber leider nicht. Apropos Blumen, die müssen wir auch irgendwie bald sammeln mal. Und können wir auch mit Knochenmehl irgendwie Blumen erzeugen. Weil Blumen brauche ich nämlich. Farbstoff. Aber erstmal ist die Festung da hinten dran. Und das hatte ich ja gesagt, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Hallo, Creeper. Hier ist ein Meteorit eingeschlagen. Geile Sache. Nein. Okay. Mal eben kurz einen Cut. So, willkommen auch zurück. Ja, es gibt leider ein kleines Problem. Wenn ich jetzt in der Aufnahme diesen Block abbaue mit der Silk-Spitzhacke, dann werde ich vom Server gekickt. Nutze ich eine normale, einfache Spitzhacke. Ist das kein Problem? Ja, habe ich dann halt gesagt, komm, ich habe eben Cut reingemacht, habe dann gesagt, ich probiere es einmal ohne aus. Wurde dann halt gesagt, ja, ist okay, probier's aus. War ja auch nur irgendwie für den Kunden. Da halt mal einen Block, ein paar Blöcke abgebaut und wollte dann schauen, was ist denn jetzt wirklich los damit? Ja, es ist wirklich so, das heißt, immer wenn ich jetzt mit der Silk-Spitzhacke das abbaue, dann, bekomme ich sozusagen ein Error rein und das ist natürlich dann nicht lustig. So, beziehungsweise ist dann irgendwie ein Server Intel, ein Intel
Server Error für einen kurzen Moment, also ist jetzt nicht so lang, dass es soweit ist, aber ich kann eigentlich direkt wieder auf den Server drauf. Nur ist natürlich auch ein Problem für die Aufnahme dann. So, wir wollten jetzt mal, beziehungsweise ich wollte hier rein. Und die Goblins mal ein bisschen ärgern hier. Und ich habe auch eine fette Vermutung, was hier drin ist. Beziehungsweise hier ist auch sowieso allgemein so viel. Oh, der hat Awakeness. Aua. So, direkt mal mitnehmen hier. Oh, geil. Endstone. So, direkt mitnehmen. Junge. Gut, Skelette sind normal, ist jetzt kein Problem. Ich glaube, 8 Stück brauche ich davon. Oh, das ist aber so viel, ne? Da müsste ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Defender. Irgendein Spawner in der Mitte. Okay, das ist ja harmlos. So. Oben und unten scheint was zu sein, aber ich weiß, dass unten auf jeden Fall der König sitzt und da müssen wir auch gleich hin. So. Oh, Ding schon wieder voll oder was? Aber was wichtig ist, sind gerade die Obsidian. Ach, die Endstone-Blöcke. Wenn wir nochmal hier groß reißen müssen. Eine Chesthose, die ist, glaube ich, besser als die hier. Kann ich die beiden nämlich verabschieden hier. Nehmen wir auch mal die Truhe mit. Kann ich das Obsidian schnell abbauen? Boah, dauert das lange. Wegen Portalgießen ging es mir nämlich drum. Upp. Da müssen wir lang. Erst oben noch ein paar Sachen klatschen hier. Da bleiben wir nicht drauf aus hier. Ach, hier ist noch... Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Ein paar komische Schuhe. Tot. Gold. Zack, geht mir schön alle drauf. Ah. Oh, müssen gleich mal was essen. Alter, wie viel Leben? Leder ist immer jut. Ah. Hätte ich nicht die eine Kiste noch mitnehmen können? Nein. So, was sammelt der jetzt schon wieder so massig ein? Bestimmt irgendwelche Türen, ja. Ey, was ist das denn für einer hier? Eine Rüstung? Eine Goblin-Rüstung, die einfach nur frei rumläuft? Okay. Oh, normales Grape-Pack-Pack. Ja, Türen und Bäume und Äxte sammelt er hier massig ein. Oh. Hat er auch irgendwo her? So, direkt mal runter. So. Klatsch, 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 klatsch. Jetzt können wir nämlich gleich auf die Tour gehen, was ich sowieso vorhatte mit den ganzen Spawnern. Ich will hoffen, das hält der Server aus. Beziehungsweise, es funktioniert, glaube ich, auch mit den Kapseln. Soll es funktionieren. Aber ich probiere gerade eine andere Taktik. Einer mit einer Hook. Ja, hook dich mal selber. Ah, dieser Archer, ne? So, machen wir Licht hier an. Oh, warte mal, hier können wir doch noch... Oh, nein! Ah. Goblin-Reiter, ich wollte auch noch nicht ganz runterspringen. Das ging mir gerade zu schnell. Ich wollte eigentlich noch eine Etage oben bleiben. Weil die sind ja auch noch ein paar Kollegen. Schon. Ey, den mache ich aber kaum Schaden hier, so den Archer manchmal. Lalalalala. Oh, jetzt kommen so viele, da muss man manchmal Angst haben.
Weil viele kleine Goblins, die können einen richtig ärgern und nerven. Na komm schon. Alter, wo ist der Healer? Er scheint unten nur zu sein, okay. Oder wie gesagt, einmal kurz hier rein. Na komm schon. Hey, wie kommt man denn hier hin jetzt? Hä? Wo ist das denn? Okay, wenn man in den anderen reingeht, kommt man da. Ich dachte, da kommt man jetzt auch so einfach direkt auf so ein... da drauf. Das ist natürlich komisch. Oh, Essen. Essen ist doch immer gut. Truhen sowieso mitnehmen. Der Grund ist natürlich Platzmangel im Lagersystem. So, Truhen mitnehmen. Dann gehen wir nämlich die Etage jetzt noch weiter runter. Warte mal, auf der anderen Seite war ja noch eine Truhe. Beziehungsweise, wenn wir hier runter gehen und auf der anderen Seite eben lang gehen. Ja, definitiv eine Truhe. Die werden wir uns jetzt noch eben schnell holen. Flupp. Oh, 3 Minuten noch. Wir sind hier drin, ein Helm, ein bisschen was zu essen. Ein Dagger, aber kein Ninja-Dagger. Ah, da kommen die Jungs hoch. Komm, geh da einfach mal drauf. Wow. Das ist denn jetzt für einer hier? Genau, heul den mal schön. Weil also dich selber heilen kannst du nicht, das weiß ich. So, Jungs. Komm. Alter Schwede. Der hat da ordentlich Stuff drauf gehabt. Goblin Boss. Goblin Archers. Snowspear. Flup. So, schnell was essen. Und hier ein bisschen Licht verteilen. Ach komm, geh doch drauf, komm, den Boss. Muss ich dich ernsthaft irgendwo in eine Ecke reindrücken? Ist aber ein bisschen größer, ne? Der steht sogar, würde ich fast sagen. Einfach der steht nur, die anderen kriechen den so halb. Wenn man das jetzt so vergleicht... Hey. Ah, der geht so gedückt. Nein, lass das heile. Oh, Big Pack, goldene Feder. Direkt die goldene Feder wegpacken. Dass sie mir gar nicht kaputt geht. Was haben wir denn diesmal gekriegt? Mondshine. Okay, paar so Kleinigkeiten ist immer normal. So, was gibt's hier hinter? Oh, eine kleine Höhle. Oh, nichts Interessantes. So, schnell raus. Und dann wären wir hier eigentlich auch schon fertig. Wie gesagt, Endstone... Oh, warte mal, hier ist noch eine Kiste. Oh. Nehmen wir das zweite. Na, keinen Platz mehr dafür haben. Ja, komm, jetzt nehmen wir alles mit. So, stehe ich mich aber in der Ecke. Lock mich aus. Und würde sagen, tut mir leid für die gecuttete Folge. Aber ein bisschen kurz auch, aber ich würde sagen... Sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Trap-B und tschüss.